Sieh mal einen an, das ist das zehnte Mal, dass du heute den Ball schon verlierst. Du Fischwurf! Mein Gott, was du kannst, kann meine Oma aufs Klo. Hol ihn doch raus, Mensch. Ach, komm. Hör mir auf, du. Super! Thunfisch bist du, Thunfisch! Thunfischsalat. Halt mal den Sabbel. Der gehört in den Thunfischsalat. Ole, 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 ole. Seit 10 Spielen gucke ich mir das schon an. Das ist so schlecht, das ist so schlecht. Ohne den ist besser. Und? Und? Oh. Nein, 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 nein. Was macht ja. Oh. Ja! Dass unsere Mannschaft sowieso verliert. Deswegen habe ich mir direkt vom Gegner das angezogen. Ja, perfekt. Jetzt weiter so! Ich liebe dich! Okay. Kommt, Jungs, auf geht's, Männer! Ich bin noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit. Ich muss noch erstmal. Das Spiel kann doch auch ohne dich laufen. Ach so, jetzt kann's losgehen. Okay. Los, Leute, los! Spielen! Ja. Wer ist denn das? Lauf, 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 lauf! Ja! Wer ist denn die Nummer 5 da? Der ist gut, ne? Ja, der ist gut. Das, wie heißt der denn? Mats Hummels. Der ist echt stark. Oh, guter Abwehrspieler. Der ist total knuffig. Hier! Bitte. Oh, ich glaube, er hat mich gesehen. Süß. Wer geht denn da jetzt raus? Oh, das war auch endlich mal Zeit, dass der ausgewechselt wird. Er hat so schlecht gespielt heute. Ja, ist der doch super gespielt. Oh, guckt ihn euch doch mal an. Der guckt ja raus! Traurig. Mir tut er leid. Ja, aber das ist im Fußball einfach manchmal so. Aber wie kann man das? Der hat 80 Minuten gespielt. Der hat so tolle Haare noch. Diese Frisur, wie das hält, da frage ich mich wirklich. Und die Schuhe, hast du das gesehen? Ja, aber der hat keine Leistung gebracht. Also bitte, sorry. Alter, ja. Ich liebe dich! Also, wer spielt jetzt nochmal heute? Deutschland gegen Brasilien, deswegen habe ich auch mein Neymar-Trikot von Paris. Okay, ich muss mich eben noch mal ganz kurz fertig machen, weil ich muss ja auch dementsprechend aussehen, wenn jetzt Deutschland spielt. Auf geht's, weiter! Gut so! Ja, ja, schon mal gut! So gut? Ja, super, richtig gut. Deutschland! Warum läuft der jetzt nicht weiter? Das war doch kein Abseits. Abseits? Abseits? Hier noch, auf, nicht dahin! Raus! Nein! Ja. Raus! Nein! Das war die Gegenmannschaft! 1-0 für die! Sorry, es ist okay, es ist okay. Sie ist das erste Mal dabei. Es ist okay. Los, Leute! Okay, komm, weiter! Raus, raus! Spiel doch nach außen! Warum darf eigentlich der in einem schwarzen Shirt gerade nicht den Ball? Also der rennt immer weg, der Angsthase. Ich spiel doch gerade blau gegen rot. Was nee, der da hinten, da in diesem schwarzen Shirt. Schwarze Hose, schwarze Shirt. Ich glaube schon. Das ist der Schiedsrichter, der darf nicht mitspielen. Also der beurteilt das. Warum darf der nicht mitspielen? Das ist ja auch voll unfair. Das ist der Schiedsrichter. Spiel! Los! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Okay. Was macht die hier eigentlich? Oh, das war niemals aus! Blindfisch, du! Ich weiß, wo dein Auto steht! Sie hat doch eigentlich gesagt, wir nehmen dich mit zum Fußball und jetzt ist da so ein Torero. Mit Fähnchen die ganze Zeit. Ach, Torero? Spiel! Hier ist gar kein Stier im Stadion. Das ist der Linienrichter, Mensch. Der muss doch gucken, was dabei drin ist. Oh, jetzt gibt's eine Ecke. Oh! Das läuft heute einfach nicht. Was soll das? Fähnchen. Schau richtig. Lauf doch. Oh. Warum läuft der jetzt nicht weiter? Das war doch keine Abseits. Abseits? Also das ist so. Abwärts? Abseitsregel ist so, wenn dein Mitspieler dich anspielt und du zwischen dem letzten Abwehrspieler und dem Torwart stehst, dann ist es Abseits. Und das ist gerade passiert. Aber war schon richtig. Also ich habe verstanden, wenn der Abwärtsspieler neben dem Torwart steht, dann der Stürmer, wenn der Stürmer neben dem Torwart spielt, dann ist das Abseits, ne? Schau dir einfach das Spiel weiter an, okay? Ich erkläre dir alles später. Jetzt seid doch mal ruhig. Spiel! Los! Junge, mach doch einen Flip-Flap, Rainbow-Flick und dann noch mal 4-5 Mal hochnehmen und dann gehst du an ihm vorbei. Oh,
Oh, den Toni Kroos, ja, das ist ein echt krasser Spieler, finde ich. Also der macht das echt super. Ich finde das auch. Ich finde ihn auch noch besser als Ronaldo bei Real Madrid. Also ja, der ist wirklich toll. Das ist echt mein Lieblingsspieler. Also ich erzähle euch jetzt mal was. Wir haben in der F-Jugend gegen den Toni Kroos gespielt. Ja, natürlich. Der ist mir extra auf mein C getreten, damit ich heute hier nicht spiele. Sonst wäre ich heute hier. Natürlich. Und in der C-Jugend habe ich gegen den Thomas Müller gespielt. Da hat er mir einen Seitenhieb gegeben, hat er gesagt, du wirst nicht mehr spielen. Sonst wäre ich heute wieder Profi. Natürlich. Und in der A-Jugend, da hatte ich eine Mathearbeit. Hätte ich die nicht geschrieben, dann wäre ich jetzt heute hier auf dem Feld und würde die Weltmeisterschaft spielen. Vielleicht kannst du einfach mal das Spiel gucken. Ich wäre Profi. Ah, ja, ja, ja. Junge, mach doch einen Flip-Flap, Rainbow-Flick und dann nochmal 4-5 Mal hochnehmen und dann gehst du an ihm vorbei. Oder machst du noch einen Sombrero? Natürlich, Rainbow-Flick. Ja, natürlich. Ist das irgendwas mit Unicorn-Einerland zu tun? Nein, da macht er den Flip-Flap und dann macht er noch Flip-Flap-Overdap. Also das passt alles sehr, sehr gut. Ja, 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 ja. Anders, anders. Da Tunnel da vorbei. Schon wieder, mach doch ein Tunnel ihn doch einfach mal in der Situation. Also redest du, als wenn du es mal drauf hättest. Echt? Mach's doch besser. Ich finde, du machst das echt richtig als gut. Als wenn du der Profi wärst. Ich bin auch. Weißt du was? Ich zeig dir das. Ich zeig euch das jetzt. Wo willst du denn jetzt? Wo will er denn hin? Keine Ahnung. Wo ist das wieder so? Geht er jetzt etwa auf den Platz? Der geht doch jetzt nicht wirklich auf den Platz. Ist er wirklich aufs Feld gegangen? Läuft er sich warm? Okay. Wie lange haben wir jetzt eigentlich noch? Wann geht denn das Spiel jetzt? Noch so 5 Minuten. 5 Minuten, ja. Dann ist Anstoß. Okay, Leute, ich bin gleich wieder da. Haltet meinen Platz frei. Ich komme gleich wieder. Willst du eine Wurst holen oder Pommes? Hey, ihr wolltet sie doch überhaupt nicht. 4:0. Wo ist sie denn jetzt? Guck doch mal da. 1 Minute. Boah. Das ist doch jetzt echt die nicht hier. Was soll das denn, Mensch? Leute, das ist doch ein Fußballspiel. Macht mal ein bisschen Stimmung hier. Fußball zu tun. Hallo? Spaß muss sein. Das ist doch eine riesige Party hier. Oder seid ihr bei Omas Kaffeeklatsch? Yay! Alter, Alter, Alter! Dino Power mit voller Kraft voraus! Yay! Wenn wir euch die Finger kriegen, dann fressen wir euch auf! Ich glaube, das war der Apfel. Naja, okay. Boah, vielleicht besser, dass es vorbei ist hier. Das war mir echt peinlich. Also peinlich? Hallo, ich peinlichsten 90 Minuten, die ich jemals hatte. Ich hätte gerne noch einen Lecker gemacht, aber leider ist die Luft jetzt raus. Oh, armer zum Glück. Nächstes Mal bringe ich ihn wieder mit. Und all seine Freunde. Bitte nicht. Doch, dann kriegt ihr alle so ein Kostüm. Das wird spitze. Also ich werde es sonst nicht anziehen. Ich reite jetzt mit meinem Dino nach Hause. Leute, das war's. 5 Arten von Fußballfans. Yay. Passen zur Fußball-Weltmeisterschaft. Genau. Yes. Wir wünschen euch eine richtig schöne Fußball-Weltmeisterschaft und wir wollen uns einmal bedanken bei Arminia Bielefeld, genau, wo wir das coole Stadion nutzen durften. Yay, und hier bleiben wir jetzt noch ein bisschen. Wir werden uns nämlich richtig austoben. Ein ganzes Fußballstadion nur für uns. Ich gehe weg. Ich glaube, eine Runde zocken wir noch. Es wird ein 1-gegen-1 gegen die beiden oder 1-gegen-2. Leute, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Vielleicht habt ihr euch in irgendeinem Typen oder in irgendeiner Art wiedererkannt. Wir hoffen doch. Ich glaube, Nina, die hat sich im Profi wiedergefunden. Ich habe mich im Dinosaurier wiedergefunden. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir zocken jetzt eine Runde. Ich hoffe jetzt erstmal ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.